Morgen, meine Lieben. Ihr geht jetzt nicht zu Fuß, oder? Es regnet bei uns und wir gehen jetzt einkaufen. Schaut mal, hier ist ein kleiner Zwerg. Und die gehen ganz gemütlich, weil die Luisa auch nicht die Treppe alleine runtergehen will. Wir gehen jetzt einkaufen mit Luisa und Patrick. Eine neue Konstellation. Eigentlich war es nicht geplant, dass ich mitgehe, aber ich wollte unbedingt raus, weil das ist irgendwie die einzige Zeit, wo ich raus kann. Weil am Abend, wisst ihr, dann geht es mir immer noch nicht so gut. Deswegen gehen wir jetzt einkaufen. Die Michelle und die Lara sind natürlich auch schon wach. Und die wollen zu Hause bleiben. Fernsehen und so. Außerdem ist es zu regnerisch, ein bisschen doofes Wetter. Ja, wir gehen heute halt nur einkaufen und dann schnell wieder nach Hause. So, wir sind jetzt beim Hofer und es ist so kalt. Es ist so ungemütlich. Patrick, ist dir nicht kalt mit deinem verdammten T-Shirt? Patrick, ist nie kalt. Ich habe Pullover und ist fucking kalt. Na gut, wir gehen auf jeden Fall mal jetzt einkaufen. Der Papa kommt noch mit der Luisa. Yeah! Steck mir einen Einkauf. Jetzt regnet es nicht mehr, oder? Gott sei Dank. Achso, aber nicht mehr so stark. Wir haben jetzt 150 Euro ausgegeben, oder? Ja. Aber wir müssen noch zum Merkur. Zuerst alles einladen, schnell. So, ich lade schnell die Luisa ein. Kannst du die Luisa rausholen, Patrick, und da gleich reingeben? Unser Auto schaut aus wie eine Sau. Wie ein Sauhaufen. Bei uns ist immer Brösel und immer irgendwie Spielzeug am Boden. Oh mein Gott, furchtbar. Wir sind jetzt gerade in unserem Örtchen angekommen und wir haben jetzt ganz spontan beschlossen, dass wir die Sachen, die wir jetzt eingekauft haben, in einem extra Food Hall zeigen, weil wir doch ziemlich viel eingekauft haben. Wieder mal für 200 Euro und dann hauen wir ein Food Hall raus und im Vlog zeigen wir es dann nicht mehr, weil es doppelt gemoppelt. Das ist immer so viel dann in einem Vlog, wenn der Food Hall drinnen ist. Ja, das machen wir dann so. Und heute, wir kochen jetzt, aber du musst jetzt gleich dann die Bowl kochen, oder? Nachdem du die Ding machst. Nachdem wir jetzt den Food Hall drehen, ja, kochen wir dann die Bowl, oder? Ja. Papa kocht heute eine leckere Bowl. Da freue ich mich schon drauf. Da habe ich schon länger einen Booster drauf. Das esse ich nämlich am liebsten von den ganzen veganen Essen. Ist Buddha Bowl mein Favorite. Oh. Oh. Wir waren jetzt übrigens auch noch bei Merkur, das habe ich jetzt nicht mehr mitgevloggt. Die Luisa hat ein Schäfchen bekommen. Zeig mal dein Schäfchen. Oh, wow. Sieh. Cooles Schäfchen. Wir haben jetzt für den Food Hall alles abgefilmt. Ich weiß gar nicht, kommt der Food Hall vorher oder dieses Video? Wer ist das geplant, Mr. Daddy? Ich habe geplant vorher das Video und danach den Food Hall, oder? Aha, okay. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, was wir eingekauft haben heute, dann schaut unbedingt morgen vorbei. Dann kommt nämlich der Food Hall dann online. Und ja, wir verräumen jetzt noch die ganzen Sachen und dann geht schon ran an den Speck mit Kochen. Und ich bin mega aus der Puste, ich habe richtige Kreuzschmerzen auch vom langen Stehen. Ich bin richtig schon. Wir wollen. So, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich mich in mein Zimmer verkrochen. Ich bin jetzt hier im Bett, bin ein bisschen müde, also mein Kreislauf ist ein bisschen so angeknickt. Ich habe auch richtige Nackenschmerzen. Wenn ich so einen Druck auf dem Nacken habe und so ganz plötzlich irgendwie müde werde, dann weiß ich genau, dass mein Kreislauf gerade so ein bisschen zusammenknackt und da muss ich mich dann hinlegen. Ich habe hier aber meinen Laptop, weil ich muss noch das Thumbnail machen für heute, also für das heutige Video. Also von gestern, was ich gevloggt habe. Esse ein paar Kirschen und ruhe mich hier ein bisschen aus. Aber jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Weil ich muss das Thumbnail machen, aber ich bin gerade jetzt so richtig. Ah, diese Kreislaufbeschwerden. Ich werde noch schnell das Thumbnail fertig machen, damit das fertig ist und dann mache ich ein kleines Schläfchen. Aber das ist ein Kompromiss. Na gut,
wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen was arbeiten und vielleicht mache ich dann wirklich ein kleines Schläfchen. Ich bin gerade so müde. Und ja, bis nachher dann. Ich habe mir wieder die Kamera geschnappt. Die Mama ist im Bett. Sie hat sich ein bisschen im Bett hingelegt, weil sie wieder schwach war. Und jetzt bin ich noch in der Küche. Ich habe noch zwei Videos zum Schneiden. Einen für meinen Kanal und einen für die Michelle. Ich bin mit Videoschneiden noch nicht fertig, aber ich müsste ein bisschen unterbrechen, da die Kinder mega Hunger auf einmal gehabt haben. Ich habe die Kinder gefüttert, die Kinder haben jetzt fertig gegessen und jetzt, wie man sieht, beschäftigen sich ein bisschen mit dem iPad bzw. mit dem Handy, weil das Wetter da draußen leider nicht so schön ist, müssen wir uns zu Hause ein bisschen anders beschäftigen, also auch Spiele natürlich, aber auch Elektrogeräte. Elektrogeräte. Ja, und jetzt werde ich für mich und für Patrick was zum Kochen beginnen. Das ist ein Rezept, das ich mir selber ausgedacht habe. Und ich zeige euch, wie ich jetzt alles vorbereite und natürlich zum Schluss, wie es aussieht. Als erstes habe ich in einen Topf ein bisschen Wasser reingegeben, so circa 1 Liter. Und jetzt kommt Polenta rein. Salz darf nicht fehlen, auf alle Fälle. Und ständig umrühren, weil sonst pickt auf den Topf und verbrennt sich komplett. Und dann haben wir ein geräucherter Polenta und das wollen wir nicht. Ja, sehr wichtig, also wie gesagt habe, umrühren, weil sonst bildet sich solche Klump drinnen. Und das kann man nicht wirklich essen. Aber schaut er sehr gut aus, also sehr sauber, sehr flüssig. Ja, ich zeige euch dann danach, wie das aussieht. So, und natürlich, um solche Fälle zu vermeiden, einfach nur ständig umrühren. Sonst patzt man alles an. Und ich werde in der Zwischenzeit meine Champignons vorbereiten. Also manche tun die bürsten, also reinigen. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Haut obendrauf ein bisschen ekelhaft. Deswegen ziehe ich immer diese Haut runter. Dann brauchen wir für das Gericht noch Thymian. Voilà! Und ein bisschen Knoblauch. Schaut mal, genau das meine ich. Das ist so ekelhaft, ich weiß nicht, das fühlt sich so an wie... Wenn die Haut so stark gebräunt ist, wenn man am Meer auf dem Strand liegt. Und dann schaut ganz sauber aus. Man muss ja gar nicht mehr bürsten. Meine Polenta ist fertig. Ich zeige euch, wie das aussieht. Wenn die Polenta fertig ist, muss den Löffel so stecken. Und jetzt werde ich gleich in einen Teller reingeben. Das schaut mega lecker aus, gell? So eine Packung kostet eigentlich nicht so viel. Man macht auch so eine Packung, ich weiß ja nicht, ich glaube schon so 3-4 solche Polenta. Ist viel gesünder als Brot. Wir essen sehr gerne. Ich bin aufgewachsen mit sowas, vor allem bei meiner Oma am Land hat sehr oft sowas mit Sauerrahm und Kuhkäse. Mega lecker. Ich habe alle Champignons gerade geschält, natürlich auch gewaschen. Und jetzt werde ich die Champignons in Scheibe schneiden. Meine Augen. Knoblauch muss man auch klein schneiden, ganz, ganz, ganz klein. Geht es ein bisschen besser. Es ist 20 Uhr und ich schlafe noch nicht. Aber da braucht man Knoblauch. Pass auf, ich habe... Bist du Vampir? Selber. Die Mama ist aus Rumänien. Ist der Vampir? Mama, wenn ich ein bisschen Ruhe brauche, dann weiß ich, was ich mache. Knoblauch heute? Yeah. Du weißt, dass du nicht dann bei mir
Schlafzimmer schlafen kannst. Dann wird ihn deinen Hals abbeißen. Schau. Schließt einfach im Garten. Bei den Hühnern. Ich will nicht bei den Hühnern schlafen. Ist mal zu kalt. Warum isst du denn Knoblauch? Ja, das ist gesund. Für Kreislauf, fürs Herzi. Danke, Dr. Papa. Ja? Dr. Rotbart, ich nenne mich nicht umsonst so. Boah, das stinkt, ey. Boah, du stinkst. Danke, ich werde duschen gehen. Oder wer stinkt? Boah, das ist Knoblauch, stinkt echt. Wir werden gleich jetzt mit Abendessen vorbereiten beginnen. Ich habe mir eine riesengroße Pfanne ausgesucht, damit die ganzen Pilzen reinpassen. Ich zeige euch. Ja, dann gebe ich ein bisschen Rapsöl drinnen. Genug. Und lass mal ein bisschen den Öl erhitzen. So, und jetzt. Boah, das schaut lecker aus. Das ist der Wahnsinn. Übrigens, ich glaube, ich habe euch noch nie gesagt, aber mein Traumberuf war schon immer, ein Koch zu werden. Leider habe ich eine andere Schule besucht. Ich bin LKW-Mechaniker geworden. Den Beruf habe ich noch nie ausgeübt, weil ich den Beruf auch nie gemocht habe. Es war mehr oder weniger einen Vorschlag von meinen Eltern. Aber es ist kein Problem, ich kann zu Hause üben. Falls irgendeiner von euch ein Restaurant hat und braucht einen Lehrling, ich bin da. Salzdiskussion Teil 2 geht weiter. Hast du darüber berichtet? Die Mama hat schon mal berichtet, oder? Ja. Wir haben es geeignet. Also, in mein Gericht kommt jetzt Knoblauch rein. Hey, Kamera brennt. Motor. Motor jetzt. Jetzt quietscht du nicht mehr. Jetzt quietscht du nicht mehr. Der Party nimmt mir auf den Schaf. Was? Sei nicht so schüchtern, komm. Nimm mich auf den Schaf. Jetzt hast du zum ersten Mal in 30 Jahren. Was? Ich darf nie verwenden, weil ich in 30 Jahren noch nie verwendet habe. Darf ich jetzt? Okay. Kannst du kurz filmen? Ich muss jetzt Thymian reingeben. Immer frisch. Hast du meine Fresse auch gefilmt? Voll. Und wo hast du das Rezept? Hast du dir ausgedacht? Oder? Ja, das ist aus meinem Kopf. Du glaubst, ich trage den Kopf als nur so als Regenschirm, oder? Ja, du trägst als Kopf, als Kopfbuch. Drei Viertelstunde. So, meine Lieben, unser Essen ist fertig. Schaut so aus. Mega lecker. Was hat der Patrick? Mega lecker. Du sagst noch so, weil die Kamera rennt, oder? Nein. Wenn ich mich morgen melde, waren die Pilze nicht narrisch.